Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt und jupp, das ist unser neues Monument. Wir sind ja schon damit gefahren in der letzten Folge, also damit gefahren, das klingt wirklich wie eine Achterbahn. Nein, darauf gefahren mit einem Laster. Also das Ganze wird genutzt, jetzt, ja im Moment gerade nicht, aber doch, hier fährt einer. Wo fährst du hin? Ja, falsch. Wo fährst du hin? Jetzt bleiben wir den ganzen Tag hier und gucken, ob einer unsere neue Strecke benutzt. Nein, aber man hat ja gesehen, es hat welche gehabt, die haben sie benutzt. Wahrscheinlich war es ihnen zu gefährlich, das haben sie in die Zeitung geschrieben. Und deswegen fährt jetzt hier keiner mehr lang. Wir können das da auch mal noch nach hier hinten verbinden. Gut, jetzt haben wir gesehen, wir haben hier hinten, nicht nur hier hinten, überall ein bisschen wieder so ein Sterbeproblem. Da müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch irgendwie die Straßen hier unten noch ein bisschen verbreitern damit. Wobei, wir haben hier gar nicht so einen riesen Verkehr. Was hast du denn hier? Müllberge. Aha, okay, die sterben noch nicht. Die haben erstmal ein Müllproblem. Da wird gerade gebaut. Haben wir denn ein generelles Müllproblem? Müll. Mülldeponieauslastung. 38%. Nein, es ist dann wohl doch eher örtlich bedingt. Aber wir können ja mal gucken. Müll. Super Recycling Center. Wir klicken dich mal an. Wir haben hier halt hier in der Nähe nirgends irgendwie hier unten, ja, ein Recycling-Center. Aber das ist hier natürlich auch ein Wohngebiet. Und ich möchte nicht in einem Wohngebiet so ein Teil drin haben. Wobei, Moment, ja, Lärmbelastung. Wobei, Lärmbelastung geht eigentlich noch. Wir machen mal hier noch so ein Teil hin. Aha, das freut die Leute. Sind wir im Pausenmodus oder warum freut das keinen? Okay, das freut dann halt eben keinen. Das können wir nicht ändern. Hier ist markiert. Ich wollte gerade sagen, da müssten wir noch markieren. Oh, schön, wie der Zug sich hier durchschlängelt. Cool, ich werde immer wieder gern abgelenkt, wenn es um solche Sachen geht. Naja gut, wir haben eigentlich beim Budget. Jetzt muss ich hier doch mal noch draufklicken. Tutorial Advisor, Ploppable Button. Okay, das ist irgendwie von der Mod, ganz klar. Da muss ich mal gucken, was das genau ist oder was man da genau machen kann. Ich wollte eigentlich hier gucken, beim Budget, genau. Müll sind wir fast auf dem Maximum, genau wie bei der Medizin. Ja, sie müssen halt nochmal sammeln, wobei jetzt, hier ist es weg. Ich glaube, das hat das jetzt tatsächlich schon so schnell was gebracht. Ne, hier unten ist so ein bisschen eine Zone, wo das nicht so richtig funktioniert. Aber hier fahren die Müllwagen. Aha, und schon ist es weg. Okay, wie viele Müllwagen haben wir denn hier? 7 von 50, ja, wir sind mit dem Budget so weit oben, also das sollte eigentlich definitiv reichen, würde ich meinen. Hier hinten haben wir auch ein bisschen Gesterbe, dann gucken wir mal, nicht Polizei, auch nicht Feuerwehr, sondern Gesundheit. Ob wir hier mal noch ein Krematorium hinstellen. Hier, so ein kleines könnten wir zum Beispiel hinstellen, das braucht wenigstens nicht so viel Platz. Wir haben hier keinen Friedhof, nichts. Okay, dann stellen wir hier noch ein Krematorium hin. Ist zwar undankbar, wenn man beim Arbeiten stirbt. Aber ja, das kann natürlich auch immer mal passieren. Sie freuen sich auch. Das ist gut. Müllproblem haben wir auch. Dann gucken wir uns das doch auch gleich nochmal kurz an. Haben wir hier irgendwie so eine Anlage? Nein. Okay, dann ist natürlich kein Wunder. Und das ist ja sowieso Industrie hier. Also hier können wir eigentlich gleich mal zwei hinstellen. So, dann sollten sie das Problem los sein, früher oder später. Das dauert jetzt natürlich trotzdem ein Momentchen. Gut, in der Zwischenzeit haben wir hier wieder gesammelt. Was hast du für eine Sorge? Was ist das denn? Die Kriminalitätsrate. Okay, wenn wir ja schon gerade dran sind, dann gucken wir hier auch mal noch. Da haben wir eine Polizei. Ja, hier bräuchten wir eine Armee, also ein Atomkraftwerk zu verteidigen, wenn es dann mal drauf ankäme, da wird die Polizei nicht reichen. Aber okay, wir machen jetzt hier mal noch eine Polizei hin, so in klein. Okay, wir bauen hier ja auch noch, also sprich, das Ding steht da nicht alleine. Das wird jetzt aber wahrscheinlich, ja, Wasser haben wir, aber Strom werden wir da nicht haben. Ah doch, das hat gar noch gereicht. Gut, Schwein gehabt. Verbunden haben wir es hier ja. Damit eben alle Stadtteile wirklich auch von diesem Atomkraftwerk profitieren, zumindest wenn es läuft. Wenn es explodiert, profitieren sowieso alle davon. Dann eben hier unten, ich würde sagen, wir bei, oh, guck mal, hier haben sie doch gewerbetechnisch einiges hingestellt. Das ging ja relativ schnell. Jetzt haben wir hier dazwischen noch was. Hier könnten wir auch noch ein Sträßchen runter machen. Welches waren gleich nochmal die Sträßchen, wo sie doch
auch noch hinbauen. Warst du das? Ja, hier wird auch noch gebaut. Da würden wir den Strom kappen. Das macht nichts. Wir sind hier mittlerweile so weit, dass wir diesen Strom nicht mehr brauchen. Gut, dann machen wir hier den Weg runter. Machen wir den noch hier rein? Ja, warum nicht? Bisschen gebogen. Ich hoffe mal, der wird jetzt nicht irgendwie befahren, wie blöd, weil es eine Abkürzung ist. Sonst werden wir es mitkriegen. Also, dann kommt hier auch nochmal das dicke Gewerbe hin. Sozusagen. Gut, mal gucken, ob das was bringt. Haben wir da Wasser? Das muss man auch immer kontrollieren. Wir haben. Gut. Wohnungen. Sehr schön. Wo machen wir denn noch ein paar Wohnungen hin? Wir haben hier Neuwettringen. Wir hätten hier auf der Insel natürlich noch ein bisschen Platz, aber wir haben hier hinten oder hier unten auch noch. Oh, hier wird auch gestorben. Haben wir denn hier auch keinen Friedhof? Nix. Heiliges bisschen. Auch nochmal gucken. Friedhof. Nein, gar nichts. Okay. Großer Friedhof. Krematorium. Ich würde sagen, wir bauen den mal einen kleinen Friedhof. Können wir den irgendwo hier hin machen? Hier rein wäre schön. Geht natürlich nicht. Da müssen wir ein Sträßchen machen. Wo machen wir dich hin? Ich möchte nicht die großen, schönen Häuser hier kaputt machen. Wir machen dich mal hier oben hin. Gut. Ah, da freuen sich alle. Wie sieht's mit Müll aus, wenn wir schon gerade hier unten sind? Hier haben wir auch nichts. Hier oben auch nicht? Hui, wir haben hier weit und breit keine Recyclinganlage. Da machen wir mal eine hin. Aber eher hier oben. Hier ist Bahnhof, hier ist Flughafen. Hier schadet das Ding in dem Sinn nicht. Die machen nämlich eh auch schon Krach. Guck mal, jetzt ist die Straße nach hier unten auch grün geworden. Bestens. Das ändert jetzt nichts dran, dass wir immer noch Bedarf haben. Na nun, hier ist immer noch hoch. Wir haben doch hier die Polizei. Das ist schon die Polizei. Feuerwehr, Gesundheit, Polizei. Hier ist grün. Bin ich im Pausenmodus? Nein. Warum ist denn hier immer noch Kriminalität hoch? Na, dann machen wir halt nochmal einen Polizeiposten. Oder wir machen mal einen größeren hin. Ein Hauptquartier. Was haben wir hier? Das Gefängnis. Ne, das ist zu teuer. Das Headquarter hier, das kostet 60.000. Das kostet auch 60.000. Wir machen hier mal nochmal so ein Headquarter hin. Gleich daneben. Also jetzt kann mir aber keiner mehr erzählen, dass hier allzu hohe Kriminalität herrscht. Das ist schon das Symbol. Doch, doch. Naja, mal gucken, ob es weggeht. Wir sind eigentlich seit 20 Minuten dabei, neue Wohnungen zu bauen. Machen sie nicht, weil wir dauernd abgelenkt werden. Wo machen wir denn noch ein paar Wohnungen hin? Ja, dazwischen wäre es halt auch schön. Hier noch ein bisschen. Sonst haben wir hier nur Schiene und Co. Aber es wäre eigentlich überall fast schön. Wir können ja mal gucken, wo wir noch Bereiche haben. Hier haben wir die, haben wir schon eingezeichnet. Das wäre aber wahrscheinlich schon auch eher Industrie. Würde ich mal meinen. Und hier unten, da haben wir halt den Küstenabschnitt noch nicht. Hier könnten wir noch, aber das ist dann wieder eher Gewerbe, würde ich meinen. Oder wieder Industrie. Vielleicht hier ein paar Büros hin. Zählt ja auch zum Bereich Industrie. Wo ist mein großes Gestrüpp? So, dann kommen hier Büros hin. Gleich beim großen Friedhof. Falls die Leute eine Herzattacke haben, weil sie viel zu viel arbeiten. Hier auch noch Büros? Ja, hier unten Gewerbe würde mir nicht so gefallen. Dann machen wir hier Büros und das müsste dann aber auch dicke eine Weile reichen, würde ich mal behaupten. So, Wasser müsstet ihr haben, genau. Außer hier hinten. Haben wir hier auch noch welches hin. So, das verbinde ich nicht. Das muss man ja interessanterweise nicht. Ich hätte mal am Anfang gedacht, dass wenn man hier eine vernünftige Wasserversorgung will, dass man das jetzt zum Beispiel hier noch mit der Leitung verbindet, damit der Fluss besser ist. Jetzt fließt es erstmal hier runter, dann, ach, das ist nicht mal verbunden. Aber das muss man alles nicht. Das ist uninteressant anscheinend. Gut, Strom dürfte kein Problem sein. Ach, die sind auch noch nicht hier angeschlossen. Guck mal, die leben alle von diesem Windrad. Okay, dann kriegt ihr natürlich hier auch noch so ein Dingens. Ja, dann sind sie hier angeschlossen. Das passt. Gut, dann könnt ihr hier bauen. Aber jetzt, wir haben immer noch keine Wohnungen. Wohin mit den Wohnungen? Sollen wir langsam mal anfangen aufzufüllen hier? Hier haben wir Industrie. Das ist dann nicht schön, wenn hier Wohnungen sind. Das würde mir nicht gefallen. Aber hier der Küste entlang. Wobei hier ist dann das Gefängnis. Was macht das? Macht das irgendwie Krach oder irgendwas? Mal gucken. Polizei. Oh, Lärmbelästigung 100. Okay, dann lassen wir das mit dem Bauen hier auch bleiben. Aber wir könnten natürlich hier den Kanal entlang noch ein bisschen was machen. Wisst ihr was? Das ist genau die Stelle, wo wir doch eigentlich
unsere Naherholungszone gemacht haben, die dann irgendwie komischerweise verschwunden ist. Aber dann machen wir das anders. Dann machen wir hier Wohnungen hin. Jetzt ist aber, wenn ich... Moment, Peter Reschen, hier dürfen ja irgendwie die Autos nicht fahren. Nee, war das hier? Moment. Na? Gut für geringes Verkehrsaufkommen. Zeit, but not available parking spaces. Supports local traffic. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo die Straßen waren, auf denen wirklich nur die Fußgänger unterwegs sein dürfen. Für die für Autos unzulänglich sind. Okay, jetzt ist aber, wenn ich das baue, das sind eben genau die Teile, da kann man nicht mehr... Na, ich muss mal so testen. Genau, da kann man nicht ranbauen. Das können wir uns schenken. Das würde ich dann anders lösen. Dann machen wir hier wieder so eine eher staubige Straße dem Kanal entlang. Aber dann können wir wenigstens bauen. So, wenn wir hier lang gehen, dann können wir da oben bauen. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, und hier würde ich dann eher unten durchgehen. Oder kommen wir hier dran vorbei? Nee, das geht nicht. Da müssen wir tatsächlich oben durch oder unten. Geht nicht unten? Warum geht das denn nicht? Kann man da nicht in die Höhe bauen? Das geht nicht. Page up, nichts passiert. Page down, nichts passiert. Sag mal, wir müssen doch hier irgendwie rüber. Also wir müssen nicht, wir können natürlich auch einfach hier lang und wieder zurück. Dann haben wir da einen separaten... Ja, ein separates Viertel im Prinzip. Vielleicht ein bisschen runter, damit sie da auch noch bauen. Genau an die Bahnlinie ran. Und das hätte ich jetzt gerne ein bisschen... Eigentlich wollte ich es gebogen haben. Wo sind wir denn hier? Bei gerade. Das wird natürlich schwierig mit biegen. Nehmen wir es nochmal weg. So. Jetzt habe ich plötzlich den Bagger. Das ist auch nicht schlecht. Den wollte ich auch nicht. Ich wollte hier nur gebogen haben. Dankeschön. So. So runter. Okay. Und so rein. Gut. Dann können wir hier jetzt bauen. Vielleicht hier noch eine kleine Querstraße. Dann können wir da auch noch ein bisschen bauen. Und hier haben wir noch eine Grünfläche. Also, das müsste zum Wohnen doch eigentlich ganz angenehm sein. Eher Häuschen oder eher Hochhäuser? Ich denke, wenn wir hier schon Hochhäuser haben, dann machen wir hier auch noch welche hin. Machen wir die Hochhäuser hier hin. Häuschen können wir vielleicht irgendwo auf der Insel dann nochmal machen. Das wäre so meine Idee. Wenn wir da noch einen Platz finden, aber das müsste eigentlich zu schaffen sein. So, ich bin schon wieder wild am Fuchteln. Es reicht, ganz langsam hier rüber zu fahren. Man sieht, es wird gleich gebaut. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Leitungen legen. Die legen wir gleich mal hier rauf. Da wir hier oben auch gleich noch zugange kommen werden. Strom müssten sie haben. Das Stromnetz verdichtet sich hier sozusagen, weil sie hier bauen. Gut, dann kommen wir zurück zu den Straßen und bauen hier auch noch sowas in die Richtung. Ist das hier eigentlich angeschlossen an die Straße? Ja, hier unten. Okay, das müsste es, glaube ich, schon sein, sonst wird es schwierig. Hier haben wir noch eine Straße, aber hier haben wir schon hohe Häuser. Da möchte ich nichts machen. Vielleicht eine Brücke hier rüber, das wäre doch auch noch nett. Können wir hier eine Brücke machen? Geht nicht. Okay, nochmal testen. Geht auch nicht. Höhe zu hoch. Wie kann denn eine Höhe zu hoch sein? Geht nicht. In kleinen Schritten. Nein, hier kommen wir nicht rüber. Muss ich das erhöhen? Das kann durchaus sein. Ach, das geht ja mit der Straße nicht. Das kann ich mir wieder abschminken. Keine Brücke? Das wäre aber doof. Ich möchte jetzt hier eine Brücke haben. Wir machen mal eine Pedestrian-Dingens. Damit geht's. Okay, dann machen wir das so. Da wird natürlich nicht gebaut. Das ist aber egal. Links und rechts von der Brücke wird das sowieso ein bisschen schwierig mit bauen. Jetzt wieder das Teil. Hier runter. Okay. Schön dem Kanal entlang. Dann hier hin. Und jetzt den ganzen Spaß wieder zurück. Ein bisschen gedreht. Würde mal so sagen. Hier rauf. Hier rüber. Ja, einfach um den Park rum. Ist das ein Park? Das müsste ein Park sein. So, und jetzt wieder hier rein. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Gut, dann noch eine Querverbindung, damit sie hier auch nochmal bauen können. Und hier in der Mitte haben wir dann wieder entsprechend, ja, Platz für einen Park. So, das werden wir auch mit großen Häusern hier bedienen. Okay, mal gucken, was sie hinbauen. Hier wird nicht viel hinpassen, aber vielleicht gibt es wieder diese ganz schmalen Häuser. Das kann natürlich auch sein. Gut, Wasserkontrolle.
passt. Stromkontrolle. Naja, eben, da müsst ihr Häuser bauen, dann kriegen sie hier auch Strom. Gut, jetzt haben wir alle Ansprüche sozusagen wieder bedient. Dann können wir mal gucken, generell Stromerzeugung in rauen Massen, dank dem Atomkraftwerk wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist gut. Wasserverbrauch. Okay, wir pumpen mehr. Das passt auch noch mit der Abwasserproduktion. Wir haben da 4 Clarifier gebaut in einer der letzten Folgen. Das scheint sich auszuwirken. Müllverbrennung, das haben wir eh schon mal kontrolliert. Das reicht für die nächsten 1000 Jahre. Friedhofsauslastung, das reicht auch. Das reicht auch. Gesundheit, wir müssten vielleicht doch nochmal gucken wegen Krankenhaus und Co. Hier unten haben wir Garn. Ja, ich muss ein bisschen näher ran. Doch, da haben wir was. Und hier hinten haben wir hier oben was. Ich muss im Prinzip einfach auf die Straßen gucken. Da, wo die Straßen grün sind, da ist soweit alles in Ordnung. Hier unten machen wir noch eine kleine Arztpraxis hin, damit sie auch grün wird. Und hier hinten sieht das soweit okay aus. Da haben wir auch eine. Und hier oben haben wir auch eine. Aha, sehr nett. Haben wir im neuen Stadtviertel, haben wir sogar ein Krankenhaus. Hier oben ist auch grün. Gut, das passt. Polizei. Haben wir hier auch. Ja, also im Groben, denke ich mir, ist das gar nicht so schlecht. Da haben wir Polizei. Sorry, wenn ich hier einfach so rüber wusche. Sieht nicht schön aus. Hier unten fehlt eigentlich Polizei. Hier hinten haben wir sie zweimal. Die haben jetzt auch kein Kriminalitätsproblem mehr. Da bin ich ja froh. So, wo stellen wir dich hin? Auch wieder irgendwo, wo wir nicht unbedingt gleich die ganzen Atomkraftwerke, die ganzen Wolkenkratzer abreißen. Hier dazwischen haben wir noch eine Lücke. So, kommst du hier hin. Das freut die Leute wieder. Ja, hat wieder ordentlich Geld gekostet, aber wir haben noch 1,6 Millionen. Da können wir immer noch relativ viel machen. Wisst ihr, was mir hier nicht gefällt? Ich möchte hier nochmal so einen Kreisel haben, wo gebaut wird drin. Das ist dann aber... Moment. Ist das die falsche Straße? Nö. Das verwirrt mich hier mit diesen vielen möglichen Straßen, die man bauen kann. Hier kann man bauen. Okay, gut. Vielleicht noch in die Richtung ein bisschen. So eine Art Sackgasse. Machen wir mal mit gerade. Genau. Bringt zwar vom Bautechnischen her jetzt nicht wirklich viel, aber okay. Und da stellen wir rein Büros. Büros oder Gewerbe. Wir brauchen im Prinzip im Moment offensichtlich gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir hier denn sonst so? Hier haben wir Büros. Und das sind Wohnungen. Sonst stellen wir hier nochmal ein paar Wohnungen hin. Und zwar natürlich die dicht besiedelten. So, wir haben ja schon mal so einen Kreisel gehabt. Also was heißt gehabt? Wir haben den immer noch. Irgendwo hier oben. Wo war das denn? Oh, den jetzt finden. Irgendwo hier drin. Hier ist er. Genau, hier haben sie fett die Wolkenkratzer hingestellt. In den Kreisel rein. Und das möchte ich eben nochmal haben. Guck mal, das Ganze funktioniert hier sogar relativ diszipliniert. Hier wird nicht groß gefahren, sondern parkiert. Das ist genau so, wie ich es haben möchte. So, und jetzt müsste ich den neuen Kreisel wieder finden. Wo haben wir den hingestellt? Hier ist auch noch einer. Oh Gott, wo haben wir denn jetzt einen Kreisel gemacht? Hier unten? Nein. Arg! Doch, hier ist er doch. Gut. Habt ihr Wasser? Ja. Habt ihr Strom? Kommt, wenn sie bauen. Im Moment ist halt nicht viel an Nachfrage. Deswegen passiert hier auch noch nicht viel. Gut, das können wir mal lassen. Haben wir irgendwo ein Problem, dass irgendjemand jammert? Wegen Polizei, wegen und so weiter? Ja, hier hinten, da ist keine Nachfrage oder zu wenig Nachfrage. Hier haben wir halt auch mal angefangen zu bauen und haben den Stadtteil da nicht weiter beachtet. Der ist aber auch beachtlich. Der ist auch ein Müllproblem. Die mit ihrem Müllproblem, die machen einen wahnsinnig. Sollen wir euch hier auch nochmal so ein Teil spendieren? Hier hätten sie doch eigentlich so ein Teil. Da haben sie nur hier eine Brücke. Das wäre vielleicht je nachdem fast besser. Wir würden hier einfach nochmal eine Brücke machen. Lasst uns mal noch eine Brücke bauen. Mit Bäumchenstraße. Ich mache die absichtlich zu Beginn nie allzu breit. Man kann ausbauen. Aha, geht nicht. Ort ist bereits belegt. Ach was. Wo denn? So, kurvig wäre schön. Was ist das denn hier? Leben und Lernen Training. Ein Bürogebäude. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das dann als belegt gilt. Unternehmungsdinge. Da ist doch nichts belegt. Nochmal. Bäumchen.
Das würde gehen. Okay, dann ist halt das Haus da fällig. Das ist uns relativ schnuppe. So kommen wir hier rüber. Schön mit einer Kurve. Dann haben wir mal ein bisschen eine kurvige Brücke. Und dann gehen wir hier dem Kanal entlang. Und gehen hier in die Straße rein. Perfekt. Das ist jetzt nicht irgendwie wieder eine Einbahn oder so. Nein, das passt. Cool. Ohne Pfeiler. Da, guck mal, die Müllwagen. Das scheint genau das zu sein, was sie wollten. Das hat anscheinend genau gefehlt. Gut, das ist natürlich beruhigend. Dann können wir uns das schenken, dass wir hier nochmal große Mülldingens hinbauen. Ja, man müsste teilweise, also was heißt teilweise, wir müssen öfters darauf achten, dass wir die Verbindungen perfektionieren. Da hat man jetzt mal gesehen, was das bringt, wenn man hier einfach nochmal eine Brücke macht. Guck mal, die ganzen Mülllaster kommen jetzt daher. Und dann fahren die hoffentlich auch nach da oben. Hier haben wir auch Verkehr, das ist von der Brücke von der Insel runter. Bestens. Gut, und sonst hier unten, das ist wieder so ein Nachfrageproblem. Ja, da können wir jetzt im Moment nicht viel machen. Oh, der Hafen, da möchte ich natürlich noch schnell gucken. Wie sieht das hier aus? Ja, guck mal, wie unsere Straße benutzt wird. Unsere Achterbahn. Das ist ja phänomenal. Und wenn man von hier guckt, hat man wieder das Gefühl, dass hier hinten nur Probleme sind. Das ist, sobald man hier diese Perspektive hat halt. Aber guck, das klappt. Sehr schön, das wird tatsächlich benutzt, das Ganze. Das heißt, sie benutzen auch den Hafen. Offensichtlich. Ich sehe zwar im Moment kein Schiff. Kommt hier gerade ein Schiff daher. Was haben wir hier denn für eine Linie? Ah, okay. Das ist nicht uns. Aber die Schiffe kommen trotzdem. Das ist ja berühmt. Ob die dann hier hinfahren oder hierhin. Das wird wahrscheinlich mit der Nachfrage bestimmt. Und die Nachfrage, die sehen wir in dem Sinn hier nicht. Aber wir sehen eben, dass das Ganze benutzt wird hier von den Lastwagen. Dann wird es, nehme ich ja mal schwer an, auch von den Schiffen verwendet. Vielleicht noch kurz eine Straße hier hoch. Das, ach nee, das möchte ich ja genau nicht. Herr Heisenberg, jetzt hätten sie fast einen Mist gemacht, denn ich möchte das genau nicht. Ich möchte nicht, dass die ganzen Lastwagen nachher durch die bewohnte Stadt durchfahren, also durch den bewohnten Bereich. Deswegen haben wir ja hier auch diese Achterbahn gebaut, damit sie eben hier außenrum durchfahren. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz doch nochmal nach hier hinten. Ja, wir haben halt vereinzelt tatsächlich immer noch hier irgendwie, dass sie die Toten nicht abholen. Ja, jetzt ist gerade wieder einer verschwunden, jetzt ist er wieder aufgetaucht. Wenn man näher rangeht, ist er nicht mehr da. Okay. Und wenn ich hier gucke, dann steht nichts. Scheint ein bisschen zufällig zu sein. Hier unten ist auch was. Okay, da muss einer abtransportiert werden. Also fahren können sie hier. Das ist kein Ding. Das sieht man. Hier ist nicht viel Verkehr. Wie sieht es denn hier aus mit Gesundheit? Ja, also viel näher kann der Friedhof nicht sein. Wie viele Fahrzeuge sind hier in Betrieb? 13 von 13. Ja, dann müsst ihr einfach, dann müsst ihr die Leute halt holen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gleich neben dem Friedhof warten sie sogar. Wo fahren die denn rum? Vielleicht doch nochmal einen Friedhof machen? Gesundheit. 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 So. Ist mir zu groß. Hier oben haben wir nichts. Okay, wenn wir hier ein kleines Krematorium hinstellen. Irgendwo hier, hier haben wir doch noch Platz. So, kommst du mal hier hin. Und hier haben wir Stau. Ja, da müssen wir mal gucken. Oh, hier haben wir ordentlich Stau. Auf der Brücke und Co. Gut, das werden wir uns ansehen. Die stehen richtig. Die fahren überhaupt nicht mehr. Hier drückt der Schuh. Dafür fährt unten schön ein Zug durch. Gut, bestens. Jetzt fahren sie wieder. Die haben, ich weiß nicht, auf was sie gewartet haben. Auf irgendwas haben sie gewartet. Jetzt fahren sie in die Richtung auch wieder. Die Straße ist ein bisschen zu dünn. Hier müssen wir was Breiteres hinstellen. Das machen wir aber ein andermal. Gut, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Dann geht es hier dieser Straße an den Hals, sozusagen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.